So geht Aktien shorten bei Scalable Capital. Scalable Capital ist ein Online-Broker mit sehr günstigen Gebühren für den Handel von Aktien, ETFs, Fonds, Krypto und vor allem Derivate. Und mit diesen Derivaten kann man Aktien shorten, also darauf setzen, dass der Kurs fällt. Derivate sind Zertifikate, die einen Kursverlauf eines Basiswertes, in diesem Fall einer Aktie, abbilden. Mit einem Hebel kann man Chance und Risiko steigern. Es gibt verschiedene Arten von Derivaten. Bei Scalable Capital kann man Aktien shorten mit Knockout-Zertifikaten, Faktor-Zertifikaten und Optionsscheinen. Bei anderen Brokern kann man CFDs handeln und damit Aktien shorten. Die Derivate, die bei Scalable Capital angeboten werden, stammen von den Anbietern Goldman Sachs, HSBC und UniCredit. So kann man Aktien shorten bei Scalable Capital. Geh unten auf die Lupe mit Finden, gib oben in das Suchfeld die gewünschte Aktie ein, die du shorten willst. Wähle dann im Filter-Tab Derivate. Um Aktien zu shorten, müssen wir als Strategie Short wählen. Um die große Auswahl zu reduzieren, wählen wir einen Hebel aus. Mit diesem Hebel wird der Kursverlauf multipliziert. Eine Kursbewegung von 1% entspricht bei einem 10er-Hebel 10%. Wir checken zunächst den Spread, das ist der Unterschied zwischen Geldkurs und Briefkurs. Und dieser sollte so gering wie möglich sein. Die K.O.-Barriere gibt den Kurswert an, ab dem dieses Zertifikat wertlos werden würde und wir unseren kompletten Einsatz verfallen. Deswegen sollte die K.O.-Barriere möglichst weit vom aktuellen Kurs entfernt sein. Je höher der Hebel, desto niedriger ist der Abstand zur K.O. Barriere. Die meisten Derivate haben eine Fälligkeit von Open-End, das heißt, dass sie theoretisch endlos laufen. Es gibt aber auch Derivate mit einer Fälligkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt. An diesem Termin wird abgerechnet, egal wie der Kurs gerade steht. Ein Verkauf vorher ist aber auch möglich. Da man Hebelzertifikate in der Regel nur wenige Tage hält, ist die Fälligkeit meistens egal. Ein gutes Derivat sollte also einen möglichst geringen Spread haben, die K.O.-Barriere sollte möglichst weit entfernt sein und der gewünschte Hebel ist verfügbar. Wenn das alles passt, gehen wir auf K für Kaufen. Jetzt können wir den gewünschten Investitionsbetrag festlegen. Unter einem Ordervolumen von 250 Euro fällt eine Ordergebühr von 99 Cent an. Deswegen investiere ich immer mindestens 250 Euro und klicke dann auf Order vorbereiten. Jetzt scrollen wir runter und setzen einen Haken bei "Ich möchte trotzdem handeln". Achtung! Unbedingt auf den Link mit Kosteninformationen klicken, damit es kein böses Erwachen gibt. Denn Derivate können sehr teuer sein. Hier kommen Einstiegskosten von 8,88 Euro auf uns zu. Zusätzlich können Ausstiegskosten anfallen, in diesem Fall kriegen wir aber 7,77 Euro rückerstattet. Das Derivat kostet also 1,11 Euro, das ist sehr günstig. Hinzu kommen laufende Kosten von 44,40 Euro, aber keine Sorge, die werden pro Jahr gerechnet. Wenn du das Zertifikat nur eine Woche hältst, sind das 86 Cent. Somit kostet das Derivat bei einer Investition von 255 Euro 1,96 Euro, also weniger als 1%. Wir gehen über den Pfeil links oben zurück und können über den Kaufen-Button dann die Aktie shorten. Sichere dir eine Gratis-Aktie von Scalable Capital, indem du jetzt dein Depot eröffnest über den Link in der Videobeschreibung.